Hallo und willkommen zum Collection Registry Tutorial. Wir wollen uns nun die Collection Registry insbesondere unter dem Aspekt Schnittstellen und Zusammenarbeit mit der generischen Suche ansehen. Die Collection Registry erreichen wir über das Daria-Portal unter der Rubrik Daten. Wir gehen also in das Daria.de-Portal, klicken links im Navigationsmenü auf Daten und finden hier unter anderem die Collection Registry. Wir folgen der entsprechenden URL und sind nun in der Collection Registry. Als Beispiel haben wir uns die digitale Edition der 1837 erschienenen unparteiischen Universalkirchenzeitung vorgenommen. Um sie zu finden, gehen wir hier links auf Suche Sammlung, geben den Begriff Universal ein und klicken auf Einfache Suche. So bekommen wir eine Trefferliste zurück, die uns in diesem Fall genau die eine gesuchte Sammlung anzeigt. Ein weiterer Klick schließlich führt uns zum gewünschten Datensatz. Die Collection Registry hat den Zweck, digitale Sammlungen zu beschreiben. Wir finden hier also die Universalkirchenzeitung anhand einer Vielzahl von Kriterien dokumentiert. Die Metadaten umfassen zum Beispiel eine inhaltliche Beschreibung der Sammlung, Angaben zur verwendeten Sprache der digitalen Dokumente oder ihrer geografischen und zeitlichen Relevanz. Außerdem ist auch die Erfassung von Informationen zu den Zugriffsmöglichkeiten auf die Collection erforderlich. Dazu gehört, und das interessiert uns hier jetzt besonders, die Seite Dienst. Die Seite Einzelheiten des Dienstes erlaubt die Beschreibung der maschinenlesbaren Schnittstelle, über die auf die digitale Sammlung zugegriffen werden kann. Oft wird dazu, wie in diesem Beispiel, das Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, also das OAI-PMH, verwendet. Aber auch andere Methoden sind möglich. Erforderlich ist in jedem Fall die Dienste-URL, über die der Service erreichbar ist. Optional kann ein Set angegeben werden, denn der Server hostet mehrere Sammlungen oder Teilsammlungen, wie in diesem Beispiel. Die Dienstbeschreibung ist also eine entscheidende Eigenschaft der Collection Registry, im Besonderen auch, weil eine andere Komponente der Daria-Infrastruktur darauf zugreift, und zwar die generische Suche. Doch bevor wir zum nächsten Punkt kommen, möchte ich hier noch die OAI-PMH-Zugangsdetails und ein paar Beispiele ansehen. Unter dem Punkt Dokumentation OAI gibt es nähere Informationen. Hier gibt es eine Erläuterung und Beispielabfragen, auf die man einfach klicken kann. Die Antwort auf die Abfrage, also den Request, die den XML-Metadatensatz der Universalkirchenzeitung holt, habe ich in einem anderen Fenster vorbereitet. Das sieht zum Beispiel so aus. Wer aktiv Metadaten in die Collection Registry einpflegt, muss sich um diese Dinge zum Glück nicht kümmern. Das System bereitet die Daten selbstständig so auf, dass sie für das automatische Harvesting weltweit zur Verfügung stehen. Und damit sind wir auch schon bei der generischen Suche. Denn sie nutzt die gezeigte Schnittstelle, holt die Daten darüber ab und stellt sie für eine leistungsfähige Recherchefunktion zur Verfügung. Auch die generische Suche finden wir im Daria.de-Portal, auch unter Daten, direkt über Collection Registry. Die generische Suche trägt die einzelnen Metadatensätze der in der Collection Registry beschriebenen Sammlungen per Harvesting zusammen. Sie ist frei und ohne Anmeldung verfügbar und erlaubt eine übergreifende Suche über die Sammlungen. Wenn ich hier zum Beispiel das Suchwort Philologie eingebe, kann ich mir Ressourcen und Collection anzeigen lassen, sowie die Menge an angezeigten Ergebnissen einstellen. Wenn ich angemeldet bin,
kann ich die Collection Registry auch individuell konfigurieren. Sie bietet mit My Collections die Möglichkeit, eine eigene individuelle Auswahl an Sammlungen zusammenzustellen und dauerhaft zu speichern, was eine wesentlich präzisere Recherche erlaubt. Meine eigenen Collections kann ich übrigens auch mit anderen Usern teilen. Und Add Share kann ich einen User eingeben, mit dem ich meine Collection teilen möchte. Mit dem gezielten Einpflegen eigener Sammlungen in die Collection Registry und der entsprechenden Auswahl in der generischen Suche erhält der Nutzer im Grunde so etwas wie eine eigene, individuell konfigurierbare Suchmaschine. Eine attraktive Perspektive für wissenschaftliche Recherchen. Zu den Eigenschaften der Collection Registry, insbesondere zum Eintragen von Sammlungen, gibt es weitere Tutorials, eine Beschreibungsseite im Daria.de-Portal sowie Hilfestellungen in der Registry selbst.